warum müssen Menschen sich überhaupt bekriegen? Was soll das denn? Und dann war das plötzlich so, ich habe das gar nicht gecheckt. Und dann hieß es, es ist so nah dran, nur nah dran. Ich so, hä, ist die Ukraine so nah dran? Ich wusste das gar nicht. Habe ich mal auf die Karte geguckt und es ist voll nah dran. Selma Buabe, tell me nothing from the horse. Und dann habe ich mitbekommen, dass es ganz viele Leute gibt, die Hilfe brauchen. Dann habe ich mitbekommen, dass es Stress gibt, weil schwarze Leute sagen, denen wird nicht geholfen. Weiße Leute aber sagen, hey, darum geht's doch jetzt nicht. Und deswegen habe ich einfach alle aufgenommen. Eine ukrainische Familie mit weißen Leuten und eine ukrainische Familie mit schwarzen. Die verstehen sich so gut, das ist so cool. Die mögen sich voll. In meiner Wohnung. Ich habe eine ganz große Wohnung. They have to leave low locations, so other Ukrainian people, how do they call them? Richtige Geflüchtete. Zuerst kamen so Organisationen zu mir und sagen, das wird ja zu ihnen passen, sie können ja ein paar Schwarze aufnehmen. Ich sage nein. Nein, habe ich gesagt. Ich möchte die Richtigen haben. Da sieht man mal, wie willkommen geheißen Geflüchtete sich fühlen können oder nicht. Da werden hier rote Teppiche ausgerollt und Blütenblätter drauf verteilt und dann kommt noch jemand mit der Sänfte und dann werden die da abgeholt und dann gibt es ein Erste-Klasse-Ticket und dann kann man mit der Deutschen Bahn fahren, dann werden andere Leute aus den Unterkünften rausgeholt, damit die schönen, blonden, blauäugigen Ukrainer da rein können und dann ich bin ziemlich sauer. Es haben mich viele Sachen auch ein bisschen traurig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das Gefühl habe, die Willkommenskultur, die wir jetzt hier erlebt haben in Deutschland, Props, ich feiere euch alle, ist richtig geil, aber die fände ich auch cool, wenn die sozusagen auch gleichberechtigt ist, nicht nur für sozusagen weiße ukrainische Flüchtlinge. Da sind die Leute ja montags auf die Straße gegangen, die Pegida und so. Das hatte ja einen Grund, warum wir auf die Straße gegangen sind, weil das ein Problem war. Jetzt sind wir alle aus Solidarität auf die Straße gegangen, weil wir uns gefreut haben, oder nicht? Wir haben uns hier gefreut, dass Leute hier hinkommen, die so aussehen wie wir. Wait a minute. Of course we are helping black women. So we have a lot of black women who came from the Ukraine and who are here right now and I'm trying to support them and I'm trying to help them. And they were telling me, even pregnant women, they were telling me they were kicked out of buses. People were telling them not to come inside. What is this? Shame on you! Shame on you people out there! Den Schminktipps gegeben, wie die sich selber Wimpern aufkleben können, wie sie geiles Make-up machen können und so. Dem Jungen und den Mädchen, das fand diese ukrainische Mama jetzt nicht so toll, dass ich ihren Sohn geschminkt habe. Ich dachte so, bist du homophob? Fand ich auch ein bisschen komisch. Ich glaube, es gibt ja viele Organisationen hier in Berlin. Ich habe mich sofort gemeldet. Ich so, hey. Und die chillen jetzt bei mir. Und die sind ein bisschen überfordert auch, weil die sind quasi dauerhigh. Ich habe gedacht, das finde ich gut, dass wir uns einsetzen. Ich habe diese wunderschönen Bilder gesehen mit diesen blonden, blauen Leuten und habe gedacht, ach, die passen zu uns. Und dann habe ich, das war eigentlich das Allerwichtigste, dann habe ich rausgefunden, man kann Leute aufnehmen und man kriegt da ein bisschen Geld für. Ich verstehe, dass man in einer Kriegssituation, wenn man fliehen muss, dass es durcheinander kommen kann, aber dass man da noch Zeit hat für Rassismus, wow. Das hat mich sehr traurig gemacht, aber es hat mich auch wiederum inspiriert. Warum? Close your eyes. That the black people from Ukraine who have been suffering, they are taking away their passports, they are not letting them in buses and trains. Some of them made it here to Germany or other European countries. Und vor allem die weiße ukrainische Familie und die schwarze ukrainische Familie sind jetzt Freunde. Sette für mich, dass eine Couch für 3 Personen nicht reichen würde. Was sagen Sie dazu? Ja, wo sollen die denn schlafen? Wo sollen die schlafen? Ist es nicht besser, die schlafen gequetscht bei mir auf der Couch, als irgendwo draußen zu hängen? Hat man auch Ansprüche, wenn man aus dem Krieg kommt? Warum? Warum? Warum macht ihr einen Unterschied? Warum? Was erwartest du denn von der weißen Bevölkerung in der... Von euch erwarte ich schon lange nichts mehr. Von euch erwarte ich schon lange nichts mehr. Das Einzige, was ich erwarte, das erfüllt ihr immer wieder. Lord, I'm not asking you to take care only of the black people. I'm asking you to take care of all these Ukrainian white sinners too.
Because they don't know better, Lord. They don't know better. Und ich habe so viele russische Freunde und die wurden zum Teil auch so richtig fertig gemacht. Und dann hieß es plötzlich, dass die Russen alle schlimm sind. Das ist doch totaler Quatsch. Warum sind Menschen so dumm? Man kann doch nicht alle über einen Haufen, über einen Büsse. Man kann doch nicht alle über... Man kann doch... Weißt du, was ich meine? Tell them that they should be treating us the same way. We are all human beings. Don't treat us like animals. Shame on you. Amen. In the name of Jesus, come to my church. Ich bin noch nicht fertig. Warum? Yeah. Everyone should come to my church and maybe donate some money to my church so I can continue praying and helping for you. Amen. Der Typ da vom An für mich, die Mutter mit ihren zwei Kindern können nicht bei mir auf der Couch pennen. Und ich soll ihnen doch mein Bett geben. Genauso habe ich reagiert. Das heißt, du konsumierst gar keine Nachrichten. Ist das auch ein Weg für dich? Das ist vielleicht der beste Weg, ehrlich gesagt. Das ist vielleicht ein Tipp an die Leute da draußen. Einfach keine Nachrichten mehr gucken, dann ist das Leben viel einfacher. Also, das ist mir auch ein bisschen peinlich, aber du weißt ja selber, dass ich da gar nicht so viel drüber weiß. Ich weiß, dass da Krieg ist. Ich weiß, dass es Leuten scheiße geht und dass sie Hilfe brauchen. Muss ich denn mehr wissen? Deswegen habe ich gedacht, bevor ich mich da jetzt, weil alle reden gerade, alle wissen es besser und so, dann habe ich gedacht, ich halte mich da lieber raus. Und dann helfe ich halt lieber so im Stillen. Ist doch okay, oder? Sagen wir mal so, es gab eine Zeit, da bin ich den Weg von Martin Luther King gegangen. Ich habe es mit Liebe versucht. Mittlerweile Malcolm X. Wir sind alle Menschen, egal wo wir herkommen. Wir sind alle gleich. Vitali Klitschko. Ich wusste gar nicht, dass das der Präsident ist von der Ukraine. Aber jetzt habe ich das rausgefunden und ich muss ganz ehrlich sagen, der ist richtig, richtig hot. Das heißt, Sie sind dafür, dass jetzt keine Flüchtlinge mehr nach Deutschland kommen? Das darf man ja heutzutage so nicht mehr sagen. Aber? Warum? Warum macht ihr einen Unterschied? Kiffen wäre die Lösung. Love is the solution. Seid mal alle breit. Rauch dir mal einen. Ich verkauf was im Girlie. Komm mal vorbei. Bounce.